Ist doch nicht so alt. 19. Ich werde beobachtet. Das passiert mir normalerweise nur, wenn ich dusche. Ich weiß nicht, warum ich nach rechts schaue. Es ist immer so, vielleicht sehe ich da was Spannendes, aber... Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Ja, also wirklich losgehen wird's nicht. Bonk. Wie gut, dass du deinen Faun wieder hast und wir noch nicht. Ich hab's nie eingereicht. Ah! Abgeben, ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Was? Was war das gerade? Gut, dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. So, weil ich als Dylan genervt war und gesagt hab, deswegen hat er das gerade gesagt. Was ist denn? Ach, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Edge. Ah, das sehe ich. Yeah, I do that too. Kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch? Den Schlüssel drehen, ja. Hört auf. Aufhören alle beide. Als ob es irgendwie... Das ist so wie, ich glaube, in The Big Bang Theory, wo der Howard die Tür aufmachen möchte und sie ist verschlossen. Und der Raj so, bist du dir sicher? Und der Howard so, ja, natürlich. Und geht weg. Und der Raj so... Und macht sie und ist so, stimmt, hast recht. Und es ist so, als ob er. So, als ob es so. Schreien Sie uns bitte nicht an. Das ist, glaube ich, die Stelle, wo eben ein Feuer ausbrechen kann. Ich glaube nicht, dass ein Feuer ausbricht bei uns. Nein! Du! Weil wir nur das Drehding rausgenommen haben, aber wahrscheinlich, wenn du die Gasleitung oder sowas durchschneidest, dann pufft das Ganze in die Luft. Okay. Okay. Relax. Du hast recht, du hast recht, ja. Was? Ja, das. Was? Okay. Der ist gerade komisch so reingeflogen. Okay, I'm running away, bye. Komm mal kurz. Was zum Teufel, Mann? Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? I guess. Hallo, Ryan. Oh, da ist er. Ja, sicher, unsicher. Unsicher, machen wir unsicher. Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertrau dir auch. Ganz schlechte Idee, mein Freund. Ganz schlechte Idee. Schließ die Türen. Der Gott. Um Gottes Willen, seid leise. Ein sehr angespannter Mann. Er hat sicher seine Gründe, aber trotzdem. So Gargamel. So, was sollte die Nummer? Ja. Ich glaube, er muss ganz dringend aufs Klo. Er ist oben schon so herumgehopst die ganze Zeit, weißt du? Du verarschst mich. Ich meine, warum willst du des Nachts draußen im Wald rumlatschen? Verarscht mich. Was sollen wir denn tun? I don't know. Gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen. Schlafen? Ja. Oder wir können es lassen. Das geht natürlich auch. Was soll das werden? Kein Mr. Hackett oder kreischende Kids. Würdest du nicht eher sagen, was meinst du damit, statt was soll das werden? Mal so richtig die Sau rauszulassen. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja kein Übersetzer, aber... Ich glaube, ich in der Situation hätte er gefragt, was genau meinst du damit, du? Und was meinst du damit, so? Gut für uns zu stehen, yo. Yo! Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Das ist auch als Bild zu sehen, wenn du das Spiel startest. Alter. Fuck ja, bin dabei, Nick. Du auch. Ich mach mit.
Oh ja, du bist ja auch noch da. Du bist so langweilig. Ich habe vergessen, dass du existierst. Als ob es zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Ja, klar. Die Münder bewegen sich so komisch teilweise. Wichtig zu sein mit der Lodge. Ich wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Ja, das wird sein. Warum soll er das machen? Because he's an asshole. Ich glaube, er hat Schiss, er macht sich Sorgen um uns. Ich denke nicht, dass er uns Angst machen will, Jacob. Ich glaube, er hat echt Schiss vor irgendwas. Yeah! Und du wirst es bereuen, wenn diese Nacht weitergeht. Zier dich nicht so, Mann. Komm, eine letzte Nacht. Ja, Alter, aber er erfährt's nie. Ich hab's versprochen. Nee, schon gut, Alter. Ist schon gut, wir haben's kapiert. Die Ruppe, oh nein, sie ist gelangweilt. Du musst brav sein für Daddy. Oh yeah, my Daddy. Abweisend Fresse, Mann, nicht jeder ist so scheiße. Ja, ist halt nicht jeder so scheiße. Oh. Wisst ihr, ihr könnt machen, was ihr wollt. No. Ich mach, was Chris gesagt hat. Fuck you! Nicht den ich gerade spiele, sondern komm euch. Schon, Mann. Warte. Hallo? Okay, Hacketiere. Partyplan. Okay. Los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Weißt du, das wäre ich so. Ich wäre so. Der Typ war ziemlich aufgebracht, ja. Du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden. Und ich wäre so. Also, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber ich bleib da drin und schließ mich ein. I'm sorry, aber. Wenn mir ein Typ so sagt: Oh my fucking God! Bleib drin im Haus! Verschließ die Türen, weißt du, und dann so wegfährt. Wäre ich so, okay. Oh yeah. Oh, Bro. Du hast ein bisschen was im Gesicht. Er sieht so genervt aus. Er so, ah. Erstmal bei Trinken. Prost. Yeah, that smells. Stinkt ganz schön. Jesus, be with me. Mussten die das echt drauf schmieren, wenn du das so Motion Capture machst? Haben sie sich dann echt was drauf geschmiert oder ist das im Nachhinein dann animiert? Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Hunting Season. Danke. Danke, dass ihr nochmal rangezoomt habt. Ich hätte es nicht lesen können. Ich habe irgendwas mit R gelesen. Wo ist das R in Season? Jetzt sind wir wieder. Oh Gott, sie ist auch eingeschlafen. Ich hoffe, dass du zurückkommst zu mir. Ich bin da, Omi. Großmutter. Lass sehen, was du hast. Auf jeden Fall nicht so viel wie du da im Hintergrund. Was zum Teufel sind diese ganzen Totenschädel? Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit. Du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Cool. Ich kann dir noch mehr zeigen. Ich kann dir noch mehr zeigen. Besuch mich mal. Ja, zeig mehr. Darauf habe ich gehofft. Nee. Was war das denn? Wow. Die müssen wir mitnehmen. Es ist das noch sind, glaube ich, hell, Feuerwerkskörper. Die brauchen nicht. Wir nachher. Nicht auf die, oder sie die können helfen zumindest. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und suche nach meinen Karten. Jawohl! Kapitel 2. Ruf oder Ehre. Oh, hell yeah. Der General Store. Machen wir dann gleich ein Päuschen? Wir sitzen fest. Gestrandet. In der Wildnis Amerikas. Und nur unser Verstand kann uns retten.
Bleiben wir Menschen oder? In einem Hintergrund. Du nimmst gerade ein Verbrechen auf, Mädel. In diesem Flugzeugkatastrophenfilm. Naja. Ah. Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelwerks kann einen strengen Geschmack ja, im Raum hinterlassen. Allah ist ja das im Französischen das weibliche La, Le, Le. Deswegen wird A, Le wird zu O. Deswegen Filet au Jacob. Was? True. Stimmt schon. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, sein Penis? Ich hab's gleich, okay? Ach so, seine Finger. Damit du es weißt, dieser Vergleich. Sie kennt ja seine Finger sehr gut. Mann, mach doch! Eine Sekunde. Tür eintreten? Na, lass ihn, er macht das schon. Er will doch nur zeigen, wie cool er ist. Lass den Mann. Na bitte! Siehste. Und? Viola. Ihre Spange. Viola? Gar nicht übel, oder? Viola? Meinst du, voila? Oder geschickte Hände. Hat ewig gedauert. Nein, sind wir mal nett. Händen. Oh ja. Yeah. Ich heiße auch Mr. Ich glaube, die meisten Frauen mögen sowas. Okay. Also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Biere können sich nicht verstecken. Es sind unbelebte Objekte. Was wird das denn? Das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lehm du bist? Wirklich, ich merke das nach 5 Minuten schon. Das ist mein Bier da. Guter Freund? Nicht mehr als das. Ja, ich gehe mal darüber. Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Als ob er verstorben wäre, der gute Mann. So, ach, der gute Mr. H. Damals. Ist aber verriegelt. Tja, das heißt, wir müssen einen Code finden. Wäre auch zu einfach gewesen. Hast du 1, 2, 3, 4 versucht? Das ist mein Code. Oh. Oh. Ha, ja. Oh. Jackpot! Melonen? Ich mag keine Melonen. Wassermelonen. Ich mag auch keine Zuckermelonen. Einfach ein Loch reinschneiden. Mhm. Ich schmecken dann die nicht. Rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja. Wie? Mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Das stimmt nicht. Wobei, vielleicht auch doch. Zwei dumme ein Gedanke, mein guter Mann. Nur ich kann es nicht ausleben. Ich kannte höchstens das Stück nehmen, was rausgeschnitten wurde. Okay, wir hören jetzt auf. Stop! Huch! Oh, Lady! Jetzt geht's weiter mit ihr. Oh Gott! Jacob fucking hell! Warum? Wieso? Was haben wir denn bei Wege? Hier, Laura und Max. Liebe auf den ersten Schreck. The Video Nasty. $5. Wow. Ich lebe die vielen Drehungen und Wendungen junger Liebe und finde heraus, wie viel eine Beziehung aushalten kann. Okay. Laura versuchte Max zu helfen, nachdem er im Sturmkeller angegriffen worden war. Über dem Gesetz. Nur über meine Leiche! Ein Schuss im Dunkeln könnte dich noch lange verfolgen. Der lange Arm des Gesetzes bekommt eine immer größere Reichweite und es liegt ganz bei dir, ob er am Ende eine Waffe oder einen Friedenszweig hält. That's how you look! Laura belog den Cop über den Unfall auf der Straße. Na gut. Vergeblich Mühe. A fool's errand. Ich liebe diese Bilder, es ist so geil. Ach, schön. Dumm ist, wer dumm stirbt. Es hat Vor- und Nachteile, den Narren zu spielen. Entscheidungen haben in jedem Fall Konsequenzen. Wenn Unwissenheit ein Segen ist, was ist dann Dummheit? Dein Weg an den Jacob. Jacob baute den Verteiler aus dem Minivan aus. Der Minivan sprang nicht an, daher konnten die Jugendlichen in Hackett's Quarry... Konnten die Jugendlichen Hackett's Quarry nicht verlassen. So rum. Ja, aber
So wahrscheinlich, wenn du es andere machst, dann steht hier wahrscheinlich, oh, der Wagen ist explodiert oder sowas. Keine Ahnung. Runter in den Kaninchenbau. Ein Film bei Martin Clemy. Please rewind. Please rewind. Okay, ja. Yeah. Be careful what you find down the rabbit hole. Ich will ein Spiel spielen. Wie geht denn die Musik von Saw? Ich weiß es nicht. Ich kann sie auch nicht einspielen, weil Copyright, aber stellt euch einfach die Musik von Saw kurz vor. Gut, etwas spielt mit dir, aber vielleicht kannst du das Blatt wenden, indem du einen unbekannten Weg einschlägst. Denk daran, scheinbar unbedeutende Entdeckungen könnten am Ende deine letzte Hoffnung sein. Aha, Abby beschloss, Emma zu helfen, in die Hütte einzubrechen. Abby hatte Gelegenheit, das Innere der Hütte zu erkunden. Abby verstaute das vergessene Spielzeug in ihrer Tasche. Was auch immer uns das bringt, ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Oh Gott, okay. Ich war gerade sowieso... Oh. So, folgst du mir oder stehst du nur blöd dadurch, da in der Tür herum, im Türrahmen? So, da müssen wir, glaube ich, rein. Sehr gut. Oh, I tried so hard. Okay. Gut, sie hat es versucht, sie hat ihr Bestes gegeben, wir müssen verschwinden. Irgendwas hier müsste irgendwo was rumliegen, das wir einsammeln können. Da, oh. Harum Scarum. Was ist das? Harum Scarum? Nein, Harum Scarum, Hinweis entdeckt, beschädigte Andenken. Diese Flugblätter bewerben einen Wanderzirkungs... Also jetzt wirklich ich. Lesen. Du. Wir werden einen Wanderzirkungsdarin namens Harum Scarum. Das Datum liegt über 6 Jahre zurück. 6 Jahre. Schon eine Weile. Ist eine gute Weile. Nicht unbedingt lang, aber... Nicht unbedingt Langeweile. Aber doch eine Weile. Ja. Gut, wo ist noch was? Wo haben wir noch irgendetwas? Das ist so komisch aufgebaut hier, als würdest du hier dann entlang rennen müssen. Wer kauft den Scheiß? Ja, keine Ahnung. Vor allem den Baumstumpf. Wobei, der Baumstumpf da drüben ist ganz süß. Text einblenden. Der da drüben? Okay, kann ich nicht anschauen. Hackett's Quarry Sommercamp. 1953 gegründet. Ist doch nicht so alt. 1953. Okay. Ich werde beobachtet. Das passiert mir normalerweise nur, wenn ich dusche. Hier irgendwo müsste noch was sein. Da müssen wir rein, glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht, eventuell. Was ist das? Hallo, alte Freunde. Oh ja. Jacob erschrecken, Requisiten dalassen. Ja, mach mal. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. I'm a dick. Okay, schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Ich würde das in echt nie machen. Ich bin ja kein großer Prank-Fan. Weil ich denke immer, wenn ich in der Situation wäre... Oh Mann. Der Erschreckende. Okay. Der erschreckt wird zu sein. Ich würde das so hassen. Aber... Sie können schon ganz lustig sein, aber ich bin so... Ich persönlich würde es nicht machen, weil ich weiß, wie schlimm ich bin. Wenn ich erschreckt werde, dann scheiße ich die andere Person an und bin so, fuck you. Und deswegen bin ich so, ich darf niemanden erschrecken, weil ich mich aufregen würde, würde ich erschreckt werden. Und dann mache ich da aber genau das, was ich nicht leiden kann, was, wenn es mir passiert, finde ich nicht in Ordnung. Bin ich so, okay. Selbst auferlegte Bürde, selbst auferlegtes Kreuz, keine Ahnung. Buh. Oh. Keine Angst vor Clowns? Wow, das war jetzt... Witzig. Ja! High five, Jacob! Naja. Ja? Außerdem siehst du ziemlich sexy aus, immer noch. Es ist irgendwie... Und wie witzig ist das, kleiner Junge?
Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen Kleinwagen quetschen, als wäre es nichts? Das ist irgendwie merkwürdig, aber... Ja? Was? Chance fatale. Was war das? Hä? Was? Hä? Ihr seid merkwürdig. Ihr seid merkwürdige Teenager. Wenn wir in 1953 wären, wäre das vielleicht noch in Ordnung, ja? Aber so ist einfach nur komisch. Meine Güte. Willst du dich in einen Kleinbus quetschen mit meinen Freundinnen und mir? Okay. Ich weiß schon, was ein Clownsfahrzeug ist, aber es war jetzt, ich weiß nicht, Hinweis entdeckt. Lodge Reservierungspläne, Baupläne für Reparaturen am Schornstein der Lodge. Aus den handgeschriebenen Randnotizen geht hervor, dass Chris Hackett im Moment das Geld dafür fehlt. Ah ja, natürlich. Quota too high? Ich hab's nicht gelesen. Kann ich's nochmal anschauen und dann das Dingens ansehen? Ihre Augen haben gerade so leer ausgeschaut, so ganz glasig weiß, irgendwie milchig. Das ist es. Renovierungspläne. Vordere Fassade. Wo steht denn das alles? Ich sehe das überhaupt nicht. Ah, wahrscheinlich da oben. Vordere Fassade. Fürstbretter, Morsch. Schornstein einsturzgefährdet. Dringend neue Verfugen. Hintere Fassade. Trockenfäule. Dach. Möglicher Holzwurmbefall innen. Untersuchung verdächtiger Hölzer ergab Trockenfäule und Holzwürmer. Okay, Kostenvoranschlag nach Gutachten. Kostenvoranschlag zu teuer. Nächstes Jahr günstigeres Angebot einholen? Okay. Ich finde es ein bisschen blöd, dass sie dann, dass sie so sind. Hier, ich mache das auf. Du kannst Hinweis anschauen, wenn du halt L1 drückst, wenn du so schnell bist. Und dann schaut sie weg und du musst dann noch einmal drücken, um es dir genauer anzusehen. Ich finde, sie sollte es aufmachen, dann sollte der Hinweis erscheinen, ja, dass du halt L1 drücken kannst und dann sollte sie in diesem Verharren, in diesem Zustand des Anschauens und dann erst sollte sie es weglegen, wenn ich gesagt habe, okay, ich habe fertig geschaut, ist in Ordnung. Meiner Meinung nach, aber okay. Weil, dass du zweimal drücken musst, ist ein wenig... Wenn du ein bisschen mehr Informationen haben möchtest, also mehr Informationen, weißt du, so aufgeschlossen, so wie ich. Ich bin auch ein sehr aufgeschlossener Mensch. So, jetzt ist da ein Shortcut, keine Ahnung, wieso oder wofür oder warum. Eigentlich kannst du dich ja hier verbarrikadieren und reinschließen. Da kommt keiner rein. Auch interessant, warum ist hier so ein abgeschotteter Teil? Mit, weißt du, auch Dächelein? Gitterdachlein hier? Ganz interessant. Wie so ein Zelda-Dungeon, wo du dann zu zweit, der eine ist drinnen und der andere ist draußen und du musst draußen einen Schalter aktivieren, damit drinnen was aufgeht. Ja. Wo führt die wohl hin? Naja, ich nehme mal an, ins Hinterstübchen. Versperrt. Jacob rufen, Tür auftreten. Ja, ich meine... Ich weiß nicht. Versuch mal. Ja! Oh Gott, bist du nutzlos. Scheiße! Sorry. Was ist mit deinem Fuß los? Tut wohl weh. Schnauze. Fertig? Okay, das war wunderschön. Ja. Nice. Sehr schön gemacht. Gut gemacht, mein Freund. Gut gemacht. Wow. Leck mich doch. Noch ein Regal. Wie sich das einer an? Melonen! Ja! Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher? Okay, schon. Sure. Ja, klar. Okay. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss.
Na und? Geht die nicht von... Oh. Ja, von innen auf? Hier ist Bier. Das reicht. Boom! Ich will mich umsehen. Stell die Bierkiste mal in die Türe. Da musst du nicht dran stehen. Ich würde es hier reinsterben, okay. Zur Sicherheit halt auch. Was ist das? Leer? Okay, gut gemacht. Faszinierend. Hätte ich auch hochgehoben und nicht einfach nur so reingeschaut von oben, aber in Ordnung. Jedem das Seine. Was haben wir da? Oh. Jacob! Sieh mal hier! Was? Jacob! Ich kann hier nicht look! Weg, sonst fällt die Tür zu. Ja, stell die scheiß Bierkiste in die Tür, du Idiot! Okay, Entschuldigung, das war sehr unhöflich. Das ist nicht in Ordnung. Los, gehen du hast wir. Ja nichts getan. Zerfetztes Gepäck? Zerfetzte Wanderrucksäcke mit getrocknetem Blut besprenkelt. War das ein Bär? Natürlich war das ein Bär. Die gehören aber nicht dem... Naja, die zwei, die wir am Anfang gespielt haben, die... Laura und der Max, will ich sagen. Die gehören nicht denen, weil die hatten ja keiner. Oh, cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. Hey! Cool. Oh, cool. Ein... Code. Ah, sehr gut. 7739, 7739. Ich hoffe, ich musste nicht eintippen. Ziel nicht mit dem Ding. Okay. Also zumindest nicht auf Leute. Okay. Wobei, es sind ja Amerikaner, die kennen sich wahrscheinlich aus mit Waffen. Ich persönlich wäre ein bisschen verhalten, wenn ich eine finden würde. Und wäre so, okay... Erstmal nicht in die Luft ziehen von mir aus, aber nicht in die du willst, Gegend, wo noch Menschen stehen. Echt behalten, hä? Oh yeah. Für Bären. Okay, also ich such dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Haben wir überhaupt Patronen? Hast du überhaupt welche? Fliegt Zeug durch die Gegend bei mir. Ich muss mal staubsaugen. Morgen staubsauge ich. Vielleicht. Nein, ich werde morgen oder übermorgen staubsaugen. Je nachdem. Wie viel ich schaffe wegzuräumen am Boden, damit ich auch überall hinkomme. Okay. Danke, Gentleman, dass du die Tür offen gehalten hast. Sehr freundlich. Bip, 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 bip. Sehr schön, dass sie es selber eintippt. Bin drin. Ich glaube, es war 7739. Ah ja, Shotgun Shells. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein. Das ist umweltschädlich! Feuerwerk. Moment. Feuerwerk mitnehmen, auf jeden Fall. Okay, du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Die können uns helfen dann später. Und sagte ich schon, Feuerwerk? Er ist wie so ein Kind, einfach sehr süß. Ich habe so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Deswegen haben wir das Feuerwerk. Nicht bewegen. Oh Mann! Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Es gibt andere. Es gibt andere Butter Pops auch noch. Butter Pops? Nein. Doch! Ich fass es nicht. Okay. Pop, pop, peanut butter, butter, pop. Pop, 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 I'm in your mouth. Pop! Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Aller Zeiten. What the Was fuck? Ist das, sowas wie Popcorn? Was? Nein. Gar nicht wie Popcorn. Vollkommen anders. Eine Mit ganz. Peanut butter? Eine Art von Snacks. Weißt du was? Ich hatte die seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh Mann, du wirst sie lieben. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum auf der Tüte? Sie sind noch gut. Oh mein Gott, die sind sie 20 sind noch Jahre gut. Alt, okay. Oder? Hey, es heißt mindestens haltbares. Mindestens! Du wirst sie lieben. Also, um ehrlich zu sein, du musst sie zuerst kosten. Der Jacob sollte sie zuerst kosten. Hey, Und dann, wenn er sagt, ja, die schmecken immer noch wie damals in meiner Kindheit, dann würde ich sie auch probieren. Aber nicht viel, wahrscheinlich. Kiste? Ich wette, das sind einfach nur Erdnussbutter-Popcorn. Oder Po. Nein, das davor.
Schubskarre? Ja. Die Schubskarre. Okay. Die Schubskarre! Das ist wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Schubskarre packen und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Es ist Schubkarre. Das ist so, wie ich jahrelang gedacht habe, dass es Rechtshändler und Linkshändler heißt und nicht Rechtshänder. Weil Hand, obviously. Also, woher kommt der Händler auf einmal? Keine Ahnung. Oder was war noch? Ich war mir jahrelang auch nicht sicher, ob es Nachtschnecken oder Nacktschnecken sind. Und dann war ich immer so, ja, Nacktschnecken. Und dann hast du nicht wirklich gehört, was ich gesagt habe, bis ich es irgendwann mal irgendwo gelesen oder gehört habe, wie es richtig ist und war so... Das ist die magische Quelle. Okay. Und ich war so, oh ja, macht Sinn, weil die haben halt kein Haus drauf, deswegen sind sie nackt, okay. Ja. Und Energie. Energie! Die brauche ich auch. Ja. Ja. Gutes Gespräch. Freundlich. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Mein Mund hat sich nicht bewegt, weil Deutsch und Englisch anders. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Er versucht so sehr. Gecheckt? So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung. Doch. Okay, wenn du meinst. Lass uns rumschnüffeln. Komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Die Musik gerade. Dumm. Pornoheftchen von Kindern. War immer cool zu mir. Du weißt nie, was du findest, ganz ehrlich. Heutzutage vor allem. Sowas, das sind einfach die Handys. Versuchen wir es mal. Geht das nicht irgendwie schneller? Ja, vielleicht, wenn du... Ich kann sie für dich anfeuern. Los, macht schon, ihr schafft das, Leute. Woo, woo, woo. Schade. Wir müssen wohl warten. I'm funny. And with I mean Dylan. Okay, cool. So. Die existieren jetzt und laden sich auf, die Handys. Sehr cool. Mit ihm kann ich reden. Das machen wir auch. Also. Also nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? I'm gay. So, you know, you and me. We both could be something together. Nein, eher nicht. Ich wollte sagen, ja, so siehst du aus, hätte ich mir gedacht, aber das ist ein bisschen gemein. Freier Geist. I'm sorry. Ja. Ich auch. Gutes Gespräch, Freunde. Sind die Handys... Nein. Sie war... Du hast 10% oder so. Sicher noch ein bisschen laden. Ah, okay. Gott, Leute. Da krieg ich ja bessere Gespräche hin und ich bin nicht gut mit Leuten, also das ist ja... Weiß noch nicht, Mann, darüber kann ich jetzt noch nichts sagen. Ach ja, Schule. Hast du noch nicht entschieden, was du mit deinem Leben machst? Oh ja, stimmt, er weiß es ja nicht. Er will unbedingt nicht mit uns reden. Hey, hab ich dir erzählt? Mann! Okay! Extrovertierter Typ, was willst du machen? Ich glaube, der Ryan ist so ein klassischer... Okay, jetzt kannst du nichts mehr sagen. Ich glaube, der Ryan, wenn du Ryan heißt, ich weiß es nicht, ist so ein Introvertierter und der Dylan ist halt eher so extrovertiert. Die mischen sich teilweise nicht so gut. Ey, wozu das Gewehr? Chris, Mr. H. meinte, es ist für Bären. Da war gerade eine Fliege. Bären? Hier? Ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr, das. Weil die Bären wissen, dass in dem Büro das Gewehr hängt und deswegen trauen sie sich nicht dahin. Das haben sich die Bären untereinander erzählt. So, Alter, der hat ein Gewehr drin hängen, da darfst du nicht hingehen. Bist du narrisch, Jeffrey? Das ist gefährlich. Das geht nicht. Was, wenn wir sie brauchen? Was, wenn ein Bär auftaucht?
Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Bro, let me tell. Treffen, die so psycho, most dangerous game-mäßig drauf sind. Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja. Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Es könnte passieren, es könnte passieren. Gerade an. Und? Was wenn, okay, sagen wir mal, was wenn jemand uns umlegen will, im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Mhm. Ja, nein, auf keinen Fall. Ach, komm schon, Mann. Und einfach Gewehr. Aus Spaß! Okay. Ja, total. Also, wir wissen, wo sie ist, nur für den Fall. Ja, aber wir könnten sie für den Fall auch gleich mitnehmen und sie dann zurückgeben, wenn wir sie nicht brauchen. Jo, lass das Gewehr da. Mann, du bist so eine Spaßbremse, Ryan. Beziehungsweise, er hat schon recht, ja, weil wir wissen zwar, okay, es wird etwas passieren hier, aber noch nicht genau was. Familienfoto. Und deswegen ist es so, nimm das Gewehr mit. Aber wenn du in der Situation wärst, wo du nicht weißt, dass ein paar Horror-Dinge geschehen, dann wärst du wahrscheinlich auch so, nee, lass das Gewehr da, Mann. Das ist, wozu? Ach, der noch jünger aussehende Campleiter Chris Hackett mit seinen beiden Kindern Caleb und Kaylee. Sie sehen glücklich aus, bevor die Feuernation angegriffen hat. Caleb Hackett. Ach ja. Weirde Kids. Ja, ich auch. Ja, klar, ich kenne sie ja auch voll. Sie sind so eigenbrötlerisch. Hm? Deswegen kommt da Ryan wahrscheinlich so gut mit denen zurecht, weil sie selber offenbar eigenbrötlerisch sind. Und somit, der Ryan ist ja auch ein bisschen distanzierter von allen. I'm a monster without coffee, oder was stand da? Der Becher. So, da ist das Ding hier. Und, yo, warte mal. Wir haben das da. Oh, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich ruf dich an. Wieso? Flirten, damit ich dich zum Date einladen kann. Dein Handy weiß sonst nicht, wofür es da ist. Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Smart. Wenn ich damit Ryan wirkt interessiert. Ja. Warte, sind die echt schwul? Hallo? Was? Was? Wer ist dran? Ich wusste das nicht. Sind sie's? Because then this is my favorite couple. Und du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, ich hatte nicht... Ja, wirklich, ich hatte nicht mal die Gelegenheit, wollte ich sagen. Verdammt. Meine einzige Chance vertan. Normal? Nix? Nope. Okay. Brian. Ryan, my love. So, einmal, X, sehr schön. Na, hallo, was ist das? Naja, Mensch nennt es eine, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch oder auf Englisch? Ist das eine Falltür? Dankeschön, genau. Misstrauisch, sie führt wohl in den Keller, geheimer Sex-Dungeon. Oh Gott, Mann. Ich weiß nicht. Was würde Ryan mehr gefallen? Mir gefällt klar, das. Dass der streng geheime Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja. Ich meine, das steht auf richtig schräge Sachen. Schon wieder die Fliege. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Aha. Warum? Geheimer Sex-Dungeon. Das ist nicht. Du glaubst, sie waren den ganzen Sommer da drunten und haben ihren Spaß gehabt, während wir auf die Kinder aufpassen mussten? Das ja. Klingt nach meinem Leben. Hallo! Schlund der tiefsten Hölle, also. Ganz schön theatralisch. Naja. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Als ob du zu breit wärst. Dylan, Falltür schließen, runterklettern. Jetzt! Scheiße. Kackviech. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob du runterkletterst oder nicht. Jedenfalls habe ich nichts gesehen, beziehungsweise ich bin damals auch runtergeklettert, bin ich mir ziemlich sicher. Und das hat dann im Nachhinein überhaupt nichts getan. Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Hier ist nichts. Shut up, man! Nein. Oh mein Gott, Ryan!
Ich liebe diesen Mann. Ich liebe ihn. Ganz komisch, also. Naja, das ist der. Das ist der Keller, wo. Ja, genau, das ist damals passiert. Aber es hat keinen Unterschied gemacht. Im Nachhinein später. Weil natürlich, du siehst das und bist so, oh, wahrscheinlich spielt das dann später eine Rolle. Und ich glaube, das Einzige, was passiert ist, dass du einen Knopf drücken musst. Im richtigen Moment. Jedenfalls, ich kann mich nicht erinnern. Aber weiß nicht, kriegst du schon nicht mit. Klingeling. Klingelingeling. Oh, sorry, Mann. Ich geh mal ran, einen Moment. Hallo, Hackett's Quarry Sommercamp. Was dich nicht umbringt, macht dich nicht stärker. Was kann ich an diesem wundervollen Sommertag für Sie tun? Wen wolltest du nachmachen, Mr. H? Ja. Aha. Ja. Ja, ich. Sie haben völlig recht. Er muss wirklich netter zu Dylan sein. Und, was noch? Also, er soll Dylan auch seine Nummer geben. Naja, das ist schon recht forsch, aber ich sehe mal, was sich machen lässt. Du hast den Mann gehört. Das Telefon. Du hast es gehört, Ryan. Du musst ihm deine Nummer geben. Keine Chance. Hallo. Oh. Laura Kearney und Max Brinley. Ja, das sind die zwei, die wir ganz am Anfang gespielt haben. Genau. Das auch. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Diese Schweine! Also wehe, wenn die nicht gestorben sind oder sowas, dann verzeihe ich denen nämlich nicht. Betreuerverzeichnis, eine Liste mit den Namen der Betreuerinnen und Betreuer sowie persönliche Angaben und ihren Aufgaben im Camp. Zwei Namen sind durchgestrichen, Laura Kearney und Max Brinley. Wieso sind sie nicht aufgetaucht? Nun, sie könnten tot sein. Der eine hat ziemlich geblutet, also, tja. Wer weiß das schon? Poor Max. Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Die Hexe von Hackett's Quarry. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Ah!